Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Lach. Vater unser im Himmel, beten wir. Doch mit diesem Himmel ist es so eine Sache. Ist es bei Tag das blaue Firmament über uns, das in der Nacht dunkel ist? Ist es der Himmel auf Erden, der Himmel mitten unter uns? Wo ist eigentlich dieser Himmel, wo dieser Gott wohnt, zu dem wir beten? Im Philipperbrief sagt Paulus einmal, unsere Heimat ist im Himmel. Er meint damit nicht einen ganz konkreten und bestimmten Ort, sondern er meint damit die Wohnung Gottes, dort, wo Gott immer gegenwärtig ist. Und damit sagt er auch, dass hier auf Erden, dass mitten unter uns dieser Himmel schon angebrochen ist, wie Jesus immer wieder sagt, das Himmelreich ist mitten unter uns. Der Himmel ist dort, wo Gott ist. Und Gott ist jetzt hier in dieser Stunde bei uns. Also ist unsere Heimat auch hier verankert in der Gemeinschaft des Abendgebetes, in der Gemeinschaft des Gebetes überhaupt, auch in der Gemeinschaft der Kirche. Überall, wo Menschen glauben, leben und lieben, dort ist der Himmel ein Stück Wirklichkeit. Denn wo zwei oder drei in Gottes Namen versammelt sind, da ist er auch unter ihnen. Darum ist der Himmel dort, wo Menschen glauben, nach Gott fragen und beten. Und dort ist auch unsere Heimat. Die Heimat von uns Christen. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, als Christen stehen wir mitten in dieser Welt, denn du hast diese Welt geschaffen in Liebe und hast deinen Himmel als Wohnort in dieser Welt gesetzt. Gib uns die Kraft, auf diesen Himmel zu vertrauen, auf deine Gegenwart mitten unter uns und lass uns gezogen sein von dir in Richtung dieses Himmels, der uns dann auch erst erwarten wird, wenn wir in ihn eingehen, vollendet in deiner Liebe. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.